Willkommen zum Workshop Simulator. Ja, wir haben beim letzten Mal diese schöne Spieluhr von unserer Oma und unserem Opa repariert. Allerdings hatten wir sie schön bunt angemalt und jetzt sieht sie hier so einfach aus. Aber naja, wer weiß, wer weiß. Bum, bum, bum. Haben wir keine Musik mehr? Okay. Na, egal. Egal, egal, egal. Wir gehen jetzt mal zum Computer. Ich weiß nicht, ob wir den nächsten Tag anbrechen oder ob wir noch E-Mails haben. Müssen wir gleich mal schauen. Weil die Frage ist ja immer noch, hier gibt es ja noch die Regale. Also irgendwie sieht es so aus, als wenn man hier noch mehr machen kann. Hier auch die Werkbank. Haben wir irgendwelche Musik? Ha. Okay. Interessant. Okay, wir sollen den neuen Tag einläuten. Das tun wir. Dann haben wir zwei neue E-Mails. Sehr schön. Ken Browning und Manfred Irvington. ISQ. Keine Ahnung, was das denn geht. Okay, gucken wir mal. Kann nicht mehr schleifen. Brauche Hilfe. Hallo, mein Name ist Ken Browning und ich betreibe eine Werkstatt für Requisiten in Utah. Heutzutage sind Schmiedearbeiten nach althergebrachter Art immer gefragter und das Schmieden traditioneller Waffen ist schon seit jeher mein Handwerk. Dank meines guten Renommees wurde mir die Teilnahme an dem beliebten TV-Wettbewerb Blut und Eisen angeboten. Zusammen mit anderen Meisterschmieden erhalte ich dort die Möglichkeit, eine der ausgefallensten historischen Waffen neu zu schmieden. Eine schöne Art, Menschen die Handwerkskunst vergangener Zeit nahezubringen. Um die Waffe historisch korrekt zu schmieden, muss ich auch auf entsprechende Methoden zurückgreifen. Aber mein Schleifer mit Handkurbel ist leider kaputt gegangen. Im Vergleich zu seinen mit Elektrizität oder Diesel betriebenen Geschwistern ist er geradezu antik, liefert aber dennoch außergewöhnliche Ergebnisse. Jedenfalls war das mal so. Wenn Sie mir helfen, werde ich Sie der gesamten Schmiedezunft empfehlen. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft und könnten einen neuen Bruder, der mit uns den Hammer schwingt, immer gebrauchen. Smiley. Natürlich. Eine schauklige Angelegenheit. Guten Tag, der Herr. Ich schreibe Ihnen aus vielleicht nicht besonders freudigem Anlass. Ich bin Testamentsvollstrecker von Sir Albert Pevensie, dem Dritten, der letzten Mittwoch leider verstorben ist. Er hat in seinem Testament verfügt, seine Familienerbstücke an das Waisenhaus von Cambridgeshire zu spenden. Sir Alberts Beweggründe sind nicht ganz klar, da das Waisenhaus keinerlei Verwendung für die meisten Gegenstände hat und sie einfach versteigern wird. Das Stück, wegen dem ich mich an Sie wende, ist jedoch eine Ausnahme. Es ist ein traditionelles hölzernes Schaukelpferd, das Sir Albert einst selbst benutzte. Ui, alt. Wir gehen davon aus, dass das Waisenhaus es als Teil seiner historischen Ausstellung behalten möchte und es nicht mehr von Kindern benutzt wird. Dennoch ist sein jetziger Zustand ziemlich schlecht. Wir möchten Sie mit der Restauratur beauftragen und die Angelegenheit vertraulich halten, damit die örtliche britischen Zeitungen nicht davon Wind bekommen. Es ist weder ein Skandal noch ein Drama, also müssen Sie keine negativen Schlagzeilen befürchten. Vielmehr geht es darum, dass die anderen Testamentsbegünstigten über die Umstände der Testamentsvollstreckung aufgebracht sind. Ich bleibe dem Willen von Sir Albert treu und will es auch bleiben. Ihre Preise sind vollständig akzeptabel. Wenn Sie einverstanden sind, senden wir Ihnen das Paket umgehend zu. Mit freundlichen Grüßen, Manfred Irvingston. ISQ, sowas wie Testamentsvollstrecker in Englisch? Möglich, möglich. Dann wollen wir uns noch mal die guten Stücke holen. Ich tippe mal, Schaukelpferd wird viel Schleifarbeit sein. Und das andere
Sieht so aus, fast wie die Brotmaschine. Und dann schauen wir doch mal. Hier, komm, wir nehmen erstmal auswählen. 75 Dollar. Die Preise werden auch immer dulle. So, was haben wir denn hier? Okay, wir machen als erstes mal dich ab. Und dann holen wir dich raus. So, dann würde ich vorschlagen, wir machen dich ab, dann dich raus, dann können wir dich schon mal abmachen. Dich sowieso. Okay, die Handkurbel können wir auch schon abmachen. Dann machen wir hier die Mutter weg und die Schraube. So, okay. Aha. Das war's schon. Ja, das ging ja relativ flott von der Hand, ne? Also. Und das Reinigen sollte auch relativ zügig gehen. Das sind ja nicht wirklich viele Teile. Ja. Hat einen roten Touch. Das bedeutet, ich würde sagen, wir machen die Teile, wenn wir sie anmalen sollten. Und ich glaube, das sollen wir. Würde ich sie wieder rot machen. Die Kurbel machen wir allerdings braun natürlich. Ne? Oh, sind wir damit auch schon durch. Also das geht ja hier rucki zucki. So. Bam. Ohne großes Wenn und Aber. Das ist jetzt natürlich wieder so ein Teil, wo ich mir denke, ach Mann. Okay, das ging aber gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Sag ich so wie das. Perfekt, ja, schon fertig. Es geht ja hier zack auf zack. So, anmalen. Was hatten wir gesagt? Wir nehmen hierfür einen Rot für die Maschine. Es hatte so einen rötlich-braunen Touch. Das ist halt das, was ich schade finde, dass man hier nicht so die Farben wirklich gut variieren kann. Also die Farbpalette ist mir eindeutig zu wenig. Aber gut, warum sollen wir das anmalen? Das verstehe ich nicht. So, dich machen wir braun. Und du kommst in so ein Weiß daher. Und schon sind wir damit auch durch. Damit hätten wir ziemlich schnell 75 Dollar verdient. Ja. Das ist der Schleifstein, ne? Ja. Ja. So, die Schraube geht ja damit fest. Und. Jo. Das ist also eine Handschleifmaschine. Okay, dann wird es da eingespannt. Dann wird es. Aber wie soll das dann funktionieren? Achso, oder nee, das wird auf dem Tisch eingespannt. Ah, okay. Und dann kann man hier kurbeln und Sachen natürlich hier so schön ranhalten. Okay, ja. Schönes Gerät. Dann hätten wir noch den guten Schaukelstuhl. Und das für 70 Dollar. Oh, okay. Hat nicht so viel Teile. Jetzt ist die Frage, was für Teile. Also Schrauben würde ich schon mal sehen. Ja. Ist die Schraube jetzt auch weg? So. Haben wir schon mal die Stabilisatoren weg. Dann würde ich genau. Sehr schön. So.
Dann will ich die Füße abmachen. Pop, pop. So. So. Das hat so einen blauen Touch, ne? Grün-blau, hätte ich jetzt gesagt. Okay, dann machen wir erstmal hinten den Sitz. Also wir können schon dann natürlich alle Schrauben jetzt hier raus machen. Wir müssen mal gucken. So, du. Das ging so. Okay. Ist nur gesteckt. Interessant. Fertig. So, reinigen. Fangen wir mal damit an. Das sollte ja auch relativ zügig gehen. Was natürlich noch geiler wäre, wenn es so auf dem Tablett liegt und man einfach nur das Tablett absprühen müsste. Und dann die Teile nach und nach einfach nur umdreht. Wäre auch eine Variante. Aber wie gesagt, es geht ja mittlerweile relativ schnell. Den Unterschied merkt man, ob man es per Hand macht oder nicht. So, damit sind wir nämlich auch schon durch. So, dann können wir nämlich jetzt mit der Sprühpistole das Holz sauber sprühen. Weil jetzt müssen wir hier komplett abschleifen. Das ist halt so schade. Da kann man ja ist da jemand dort im Waisenhaus, der das dann noch so schön bemalt, wieder mit einem schönen Muster. Weil das ist wirklich was Schönes. So, und jetzt können wir malen. Das geht ja heute richtig schnell hier von der Hand. Also, was hat man gesagt? Also, die machen wir braun. So. Das machen wir braun. Dann so, die hatten die gleiche Farbe. Das war so ein bläulicher Ton, war? Ja. Sitzt, die Füße kommen blau. So, und die Füße hat man noch gesagt, man machen blau. Haben wir noch, genau. So. Okay, so weiß hat man gesagt, machen wir das Pferd selber. Dann kann das wieder. Ich glaube, ich muss den Ton trotzdem mal leiser machen. Ich glaube, dann können wir nämlich mal hier wieder ein schönes Muster drauf malen. Genauso wie auf der Rückenlehne. Okay, was haben wir denn noch? Dann haben wir die Griffe. Die Griffe hier, die würde ich auch braun machen wollen. Und ich würde sagen, wir machen dich auch wieder diesen. Obwohl das ja kein Weiß ist, ne? Das ist auch so ein ganz helles Hellblau. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, doch. Ja, doch. Aber warum haben wir kein Weiß zur Auswahl? Wir haben auch schwarz. Das finde ich halt schade. Na gut, damit sind wir dann da auch schon fertig. Und dann setzen wir dieses schöne Schaukelpferdchen. Okay, da kommen jetzt die Ösen rein. Zusammen. So, genau. So. Füße. So. Sehr schön. Die Leiste.
Ja, dadurch, dass man hier auch an überall rankommt, kann man ja wirklich auseinandernehmen, wie man will, dieses Schaukelpferd. Und auch wieder dementsprechend, wie man möchte, zusammensetzen. Aber wir bauen es nicht so auseinander, habe ich das Gefühl, wie wir es. Sieht jetzt nicht so schön aus wie gedacht. Sieht schon weiß aus, hätte ich jetzt gesagt, ne? Aber vielleicht hätten wir die Füße noch so schwarz machen sollen. Na gut, dann sind wir damit auch fertig. Oh, wir haben jetzt beides nicht geklemmt. Schauen wir mal. Aber, jawohl, claim, claim, verlassen. Achso, nee. Und dann beenden wir heute mal schon den Tag und gucken, was wir denn heute so Schönes haben. Oma Mabel hat uns wieder geschrieben. Perfekt. Was ist eigentlich mit deiner alten Spieldose? Mein lieber Enkelsohn, ich wollte mich dafür bedanken, dass du die Spieldose repariert und mir ein Video geschickt hast. Die Melodie wieder so klar und deutlich zu hören, war wunderbar und sehr nostalgisch. Ich habe mich direkt in den 60er Jahren, 60 Jahre jünger, gefühlt. Ich habe diese Melodie schon la so lange nicht mehr gehört und danke dir, ich kann das jetzt wieder. Du hast deine Oma sehr glücklich gemacht. Ich habe überlegt, womit wir Marcy, eine ebenso schöne Überraschung bereiten können. Ich habe lange überlegt und mir wollte nichts einfallen, das sie so berühren würde wie die Spieldose mich, bis mir einfiel, dass ihre alte Waage noch zu Hause ist. Witzig, wie sehr man sich an etwas gewöhnen kann, das einem ursprünglich gar nicht gehört. Könntest du mal einen Blick darauf werfen? Deine Mutter hat damit in ihrem Leben viel Zeit verbracht. Und ich bin mir sicher, dass sie bei ihr auch viele schöne Erinnerungen wecken würde. Ihr Geburtstag ist bald und sie wäre ein vorzügliches Geschenk. Alles Liebe, Oma Mabel. Natürlich. So, jetzt müssen wir die nur finden. Die steht wieder im Haus. Okay, dann sprinten wir mal zum Haus. Oder? In der Küche, würde ich sagen. Oder ist sie außen? Nee, in der Küche. Ich glaube, da war die Küche. Wupp. Küche, 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 Küche. Oh, okay. Perfekt, natürlich, Auswahl. Machen wir. 90 Teile. Au. Oh. Das ist natürlich eine Menge. Okay, dann fangen wir mal direkt an, ne? Also ich hätte jetzt gesagt, die Gewichte erstmal weg. So. Dann hätte ich gesagt, hier oben. Okay, da brauchen wir. Achso, die können wir auch schon so abnehmen. Sehr schön. Dann hier die Schrauben lockern, die Muttern. Dann die Schrauben rausholen. Können wir dich auch schon abmachen, die Schraube rausholen. Perfekt. Hier abmachen. So, jetzt können wir ja mal gucken. Okay, dann können wir das abmachen. Was kann man jetzt noch abmachen? Ah ja, Schrauben. Ganz viele Schrauben. Das Problem ist, hä? Wie soll man die Schrauben denn abbekommen? Nee, 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 muss anders gehen. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen erstmal diese Schrauben hier locker. Er will wirklich damit anfangen? Interessant. Weil man da ja eigentlich so nicht rankommt. Dann können wir nämlich jetzt hier was abmachen. Okay. Interessant, interessant.
hätte ich so nie, wäre ich so nie angegangen. Hier oben. Aha. So. Okay. Aber jetzt will er unbedingt noch. So, dieses nicht ganz ab. Ah, verstehe. Deswegen konnte er die hier nicht machen, die Schrauben. Also eine Waage ist schon ganz schön komplex aufgebaut, ne? Aber das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier irgendwie ran muss, irgendwie an diese Schrauben. Also richtig, also von unten da ranzukommen, das ist ja mal richtig bäh. Dann wäre es doch eigentlich umgedreht viel intelligenter, die Schrauben. Also dadurch, dass es ja Schrauben sind, dass man die. Brauche ich die vielleicht? Nee. Aber wie komme ich denn da ran? Also so ganz geheuer ist mir das hier nicht. Ich hätte die Schrauben, die Muttern eher nach hier und die Schrauben, also die Schraubköpfe dann andersrum, weil das ist ja viel einfacher. Aber okay. Und jetzt? Warum konnte ich die nicht gleich entfernen? Ja, verstehe. Okay. Schrauben. Also das ist so ein bisschen. Huiuiuiui. Okay, dann können wir die entfernen. Aber wie? Ah ja, einfach so, okay. Die ist komplex aufgebaut. So. Es sind 90 Teile, ja. Aber. Na komm schon. Von diesen 90 Teilen ist, glaube ich, die Hälfte Schrauben locker. Gucken wir mal, was kommt beim Reinigen raus? 24. Von 90 Teilen sind noch 24 dann übrig, weil der Rest aus Schrauben und Muttern besteht. Das ist doch mal absoluter Wahnsinn. Und dann ist sie auch noch so komplex aufgebaut. Okay, dann reinigen wir und schleifen das jetzt zu Ende. Und dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns dann beim Bemalen wieder und überlegen uns mal, wie wir die dann bemalen. Also, bis gleich. Da sind wir wieder zurück zu unserem Anmalprozess. Wir haben jetzt nur 15 Sachen zum Anmalen. Das ist interessant. Also, die Halterung für die Gewichte. Hatte ich mir überlegt, machen wir auf jeden Fall so. Die Schalen machen wir nicht. Jetzt ist die Frage, wie machen wir den Rest? Ich würde den Rest, also gerade das Teil, würde ich, glaube ich, in ein Gelb tun. Mal gucken. Oh ja. 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 Doch, ja. Genau, machen wir das Teil hier gelb. Schön. So ein bisschen blendet sich das, oder? Kann das sein? Ja, dann müssen wir jetzt hier genau gucken. Dass wir alles schön erwischen. Fertig. So, dann haben wir die Waage selber. Das ist ja, glaube ich, die Halterung. Die machen wir jetzt mal schön, schon schön blau. Ich weiß, es ist ein bisschen bunt, aber ich finde es geil. So, und den Rest würde ich jetzt wirklich in so einem schönen hellen Ton lassen. Überlege gerade, sind
waren das die Schieber? Das waren die Halterer. Die Schieber nochmal waren, wo man ja hin und her schiebt für das Gewicht. Egal. Hä? Ah ja, gut. So. War das einer? Nee, ich weiß es nicht mehr. Das hier könnte so ein Schieber gewesen sein, ne? Ja, das ist ein Schieber. Den machen wir mal rot. Weil ich glaube. So, das ist. Weiß ich halt jetzt wirklich nicht, ob das auch noch ein Schieber war. Sonst hätte ich gesagt, das könnte einer gewesen sein, dass man den auch noch rot macht. Aber bin ich mir nicht sicher. Werden wir gleich sehen beim Zusammenbauen. Wo wir jetzt wieder mal einfach drauf losbauen. Oh, das Gelb, das blendet ganz schön. Okay. Genau, da haben wir den. Ah ja, okay. Schade. So. Muttern rein. Die Halterung. Das sind dann, glaube ich, die Schrauben. Aha. Wird ganz anders gerade, oder? Nee, stimmt nicht. Das hatten wir ja auch so auseinandergebaut. Ja. Genau. So. 90 Schrauben. Nee, wie viel waren das? 24 Teile. Der Rest waren Schrauben und Muttern. Von 90, sprich 66, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Dann hätten wir also 33 Schrauben und 33 Muttern so ungefähr. Ich glaube, das Verhältnis stimmt nicht ganz, weil wir ja auch mindestens eine Schraube schon so hatten, ohne eine Mutter. Aber ich vergesse auch jedes Mal, dass man die Tasten benutzen kann, um zwischen den Werkzeugen hin und her zu wechseln und man nicht immer... dahin klicken muss, was natürlich die Arbeit auch noch mal um ein paar Minütchen, würde ich jetzt mal sagen, oder ein wenig zumindest verschnellert. So, so. Okay. Nur Muttern. Hier sind ja noch so viele Teile offen. Halleluja. Und das Gelb, das blendet wirklich gerade. Also mit dem Licht. Ich sehe halt nur ganz knapp dieses Grüne. Okay. So. Stand da was drauf? Nee. Also zumindest nicht erkennbar, dass da was drauf steht. Oh, was ist jetzt da oben? Okay. Ja, ja, ja. Jo. Ist doch nett. Gut, okay, den Sockel hätten wir wahrscheinlich wirklich nicht gelb machen sollen, aber der Rest, finde ich, ist okay. Ist gelungen. Oh, schauen wir mal, ob es ein schönes Video gibt. Und... Jo. Oh. What's the matter, kid? It broke. Oh, yeah. Scales are really delicate. They can get out of whack very easily. But don't you worry. There is nothing in the world we can't fix together, right? Yeah. Come on. Show me what's broken. We'll figure it out and fix it in a jiffy.
This scale needs to be very precise. Why? I doubt it will be used again to measure drugs, but we should still try to get it working just right. Drugs? Who measured drugs? You may not know this, but your mother used to work in a pharmacy. They used these scales to measure doses so that sick people don't get too much or too little of their medicine. That's why it was so important to have a perfectly balanced scale.